Ja, liebe Brauerrunde, es freut mich ganz besonders, dass ihr euch für die stärkere Variante entschieden habt, für 14 bis 15 Grad Plater Stammwürze. Es wird circa einem Bier mit 6,5-7 Volumensprozent Alkohol entsprechen, also doch einen sehr gehaltvollen, alkoholstarken Bier. Für den Brauer ist es eine Herausforderung, umso mehr Stammwürze das er hat, umso mehr Malze muss er verwenden und umso schwieriger ist dann der Brauprozess. Und um die Malze, wie sie hier stehen, geht es dann in der nächsten Abstimmung. In diesem Sinne, Hopfen und Malz, Gott erhalte.